Warm welcome, Markus Termin, astrologisches Stundenbuch. Wir schreiben den 3. Mai 2024. Heute ist der Mond im Wasserzeichen Fische und macht ein schönes Sextil zur Sonne im Zeichen Stier. Die Fischekräfte verbinden sich über den Mond sextilmäßig mit den Stierkräften. Das ist eine sehr schöne und zuträgliche Konstellation, weil beide Zeichen den schönen Dingen zugetan sind, den kulturellen Dingen. Und für diejenigen unter euch, die mit Kultur arbeiten, die Texte schreiben, die Musik machen, ist das eine von den Konstellationen, die tatsächlich wohlgefällig sind, um es mal so mit einem alten, etwas weniger modernen Wort zu sagen. Das Wichtigste aber doch ist dieser Aspekt zwischen Mars und Pluto, der gleichzeitig auftaucht. Es ist ein Sextil. Es ist positiv nutzbar für all die Freiheitskämpfer da draußen. Es ist aber auch negativ nutzbar für all diejenigen, die auf der anderen Seite stehen. Und das kann sein. Ich hoffe, man sieht das. Und es ist heute hell genug. Das ist immer so eine Sache mit der Sonneneinstrahlung. Aber ich glaube, es geht. Ne? Da oben seht ihr den Mars, das Sextil zu Pluto. Es sind ganz genau 60 Grad. Je genauer ein Aspekt ist, desto wichtiger ist er. Und dieser Aspekt ist deswegen so besonders wichtig, weil er eintritt mit dem Stillstand von Pluto. Pluto steht also still und das ist eine Verstärkung in der Nutzung. Das gilt übrigens für alle Planeten. Die Punkte, wo sie stillstehen, also vor der Rückläufigkeit und nach der Rückläufigkeit, sind die jeweils intensivsten. Nach alter Lehre. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, das habe ich gelesen. Okay, und das sind die beiden Dinge, mit denen wir zu tun haben. Also dieser Kraftaspekt Mars-Pluto und die Harmoniemöglichkeit zwischen Fische und Stier. Und natürlich da unten Mutterseelen allein, die Lilith, die aber in einem guten Kontakt zu den Stierkräften, zu den anderen Erdkräften steht. Und sie muss ja nicht nur Seitenschwärzen oder irgendwelche komischen Dinge versuchen, sondern die Lilith in der Jungfrau bietet auch Möglichkeiten, zum Beispiel andere Wege zu gehen im Bereich des Praktischen, der praktischen Alltagsbewältigung, der Beschaffung von Nahrungsmitteln, sagen wir es so, ihr kennt doch den Titel von Hellinger, ich weiß gar nicht, lebt der alte Hellinger noch, Ordnungen der Liebe, kennt ihr das, ja, Ordnungen der Liebe, und das ist natürlich Ordnungen der Liebe, die Ordnungen der Liebe, ein klassisches Jungfrau-Thema, die Ordnungen der Liebe, also eine geistige Ordnung möchte die Jungfrau haben, und das ist auch zu verstehen, und mit Lilith wäre da sowas wie, da kann auch die Unordnung der Liebe interessant sein unter Umständen. Ist ganz schwierig, das zu verbalisieren und auszudrücken, wie es ist mit der Lilith in der Jungfrau. Aber vielleicht gibt es hier Jungfraugeborene, die zuhören und uns in den Kommentaren ein bisschen was über ihre Erfahrung mit Lilith in der Jungfrau mitteilen können. Praktische Beispiele sind da immer am allerbesten. Ich danke fürs Zuhören. Markus Termin, astrologisches Stundenbuch am 3. Mai 2024. Hier oben meine Mailadresse zum In-Kontakt treten. Da unten der Blog, wo ihr sehen könnt, was es kostet. Zoom wird inzwischen vorbereitet. Ich hoffe, ich schaffe es die nächsten 2 Tage. Ich habe mich lange gewehrt, das zu installieren, weil das ja die Chinesen sind und weil ich sicher bin, dass da alles irgendwie aufgezeichnet wird, aber man kommt scheinbar nicht ohne dem aus und ich kann ja verstehen, dass die ein oder anderen auch Schwierigkeiten mit dem Installieren von irgendwelchen Diensten haben. Es ist nicht ganz einfach. Früher hatten wir nur das Festnetz, jetzt gibt es die Möglichkeit, sich über Telegram, WhatsApp, Skype, iPicture und bla 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 zu unterhalten über dann gibt es noch 1000 andere Plattformen, Gaming-Plattformen, wo man in Verbindung miteinander treten kann. Man weiß nicht, was eigentlich so recht funktioniert und manche sagen, ja, gibt es denn auch noch irgendwo das Festnetz? Das Festnetz ist in Deutschland komplett digitalisiert. Also so richtiges analoges Festnetz gibt es in dem Sinne auch nicht mehr. Aber Zoom ist dann so eine Sache, wo man einen Link wegschicken kann und dann könnt ihr da draufklicken und dann installiert der Computer automatisch über so ein
Installationsprogramm den Zugang. Wir probieren das mal aus. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Genau. Ist auch ein Beispiel von Fische-Stier-Ding. Zum Beispiel die Installation so eines Zooms für den Aufbau und so weiter und so fort. Das ist etwas, was mich betrifft. Ich danke fürs Zuhören. Markus Termin, Astrologisches Stundenbuch am 3. Mai 2024.